Eis, Eis, Baby. Oh, mir ist so kalt jetzt. Wir singen Eis, Eis, Baby. Ist dir kalt? Oh, es ist so kalt heute. Dann zieh dir doch hier einen Wärme. Oh, danke, das ist nett von dir. Pflaster über die Schulter. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Eine Folge voller Widersprüche. Heiß, kalt, hoch, tief, oben, unten. Wir werden uns in einem Spannungsfeld der Gegensätze heute bewegen. Und dafür haben wir natürlich eingeladen Dr. Nils mit dabei. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Nils. Ich bin, Dankeschön, ich habe einen Doktor in Daxologie. Spezialgebiet Dark Souls 3. Das Gebiet mit den beiden Drachen habe ich meine Doktorarbeit drüber geschrieben. Nun, es ist ja so, Drachen sind zum einen mythologische Wesen, zum anderen sind sie aber auch sehr real. Viele Leute unterschätzen die Gefahr, dass irgendwo ein Drachenei vergraben liegt in einer Grube. Ja, es gibt immer wieder Funde. Funde und aus Versehen brütet man das Ei aus. Ja, die werden nicht frühzeitig erkannt als Drachenei. In einem unachtsamen Moment. Und dann hat man den Salat und wir alle wissen, ein Drache reicht aus, denn Drachen betreiben Mitose und können sich selbst reproduzieren, also sie können einfach Eier legen. Mhm. Ein Drachenei muss nicht befruchtet werden. Drachenei sind sogenannte Selbstbefruchter und damit hat man relativ schnell, wenn man ein Drachenei ausbrütet, Millionen Drachen am Hals. Gibt es Drachenzwillinge, sprich zwei Drachenwelpen in einem Ei? Selbstverständlich. Das ist dokumentiert. Das das größte Ei, was jemals gefunden wurde, beinhaltete tatsächlich zwei Drachen. Und die Drachen, sind die dann ähnliche Natur oder sind die dann genau widersprüchlich? Nein, also es gibt es natürlich nicht, dass es jetzt einen Feuerdrachen und einen Eisdrachen in einem Ei gibt. Das dachte ich mir nämlich, dass man vielleicht in einem, und dann ist einer gut und einer böse und das ist dann so ein Bruderkrieg, der über Äonen hin und her geht und dann müssen sich die Helden dem einen anschließen, um den anderen zu besiegen oder irgendwie sowas und am Ende stellen sie fest, wow, die sind Brüder die ganze Zeit, nicht nur Brüder, sondern auch Zwillinge, sie waren im selben Ei. Das geht nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Also die Drachen, die in einem Ei geboren werden, sind völlig identisch und man glaubt auch, dass sie telepathisch verbunden sind miteinander oder sich über Ultraschall über mehrere Meter hinweg unterhalten können. Also über mehrere Meter tatsächlich. Ja, also dass wenn Drachen so 7 Meter auseinander stehen, ist es durchaus möglich, dass sie über Ultraschall kommunizieren. Ach was? Ja, aber nur über Kurzwelle. Ach, das ist interessant. Mhm. Das heißt, man muss dann natürlich auch höllisch aufpassen mit Radioempfängern und all dem, dass man da nicht in die Frequenzen den reinfunkt. Ja, das macht die wild. Das macht die richtig rasend. Mhm. Unter Drachenjägern natürlich ein legitimes Mittel, die zu desorientieren. Ja, aber es ist auch gefährlich, ne? Weil ein rasender Drache ist unberechenbar. Mhm. Wir wissen es damals, als Venedig abgebrannt ist, weil sie einen Wasserdrachen provoziert hatten mit Ultra-Kurzwellen. Botschaften. Und das Problem ist, dass du ja nicht weißt, was du sagst in Drachen-Ultraschallsprache. Mhm. Also man sendet dir einfach irgendwas, ne? Und das kann ja einfach auch eine komplette Beleidigung für einen Drachen sein. Weil ich glaube, es ist noch nicht gelungen, drachisch zu übersetzen. Es gibt wenige Sachen. Also man weiß zum Beispiel, es gibt so ein paar Sachen, die richtig rasend machen. Wenn du denen zum Beispiel sagst, sie hätten schwache Lippen oder sowas. Ja. Das ist ja bei Drachen, die ja auch viel mit Lippen arbeiten, weil sie ja Feuer speien müssen und solche Sachen. Das ist eine sehr, sehr immense Beleidigung. Und je fester die Lippen, desto weiter kann auch ein solcher Feuerstrahl gespuckt werden, weil natürlich durch die Presskraft natürlich man das nach draußen schießt. Ja, also wenn man die wirklich rasend machen möchte, dann sagt man sowas zu denen. Mhm. Genau. Ansonsten ist über Drachen nicht viel bekannt. Man weiß, dass sie vorkommen auf der ganzen Welt, mit Ausnahme von Asien. Ach was. Europa, Amerika, Nord- und Südamerika und Australien, sowie der Antarktis, Afrika. Und da kommen sie eher nicht vor. Stark gerollt. Ich empfinde den als unerträglich quirlig. Ja, hektisch, zappelnd, würde ja. Ich ihn bezeichnen. Ja, aber manchen Sachen kann man halt nicht ausweichen, leider. Wie zum Beispiel Fußgängern. Aber du, da schlägst dich gut!
Harter Uppercut, verzögerter Knöller. Ja. Nicht übermütig werden. Auffrischer. Kann man leider nicht ausweichen. Jetzt hast du ihn! Tini! Also geht doch! Irithiel Rapier! Von der Irithiel! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt komm! Einmal! Los, eine los, versteckte los. Wand! Einmal in meinem Leben! Nein. Das kann doch nicht sein! Aber hier muss doch was liegen für mich! Ja, hier muss irgendwas sein. Das kann nicht sein, dass hier nur dieser Typ ist. Das wäre nicht in Ordnung. Auf der anderen Seite, Rapier klingt für mich nach einer Waffe, die gut mit Gewandtheit skaliert. Vielleicht unsere neue Standardwaffe. Die Kiste? Da ist eine Kiste. Vielleicht etwas Gutes in der Kiste drin. Warte mal, guck dir mal die Schlawenzels an. Ist das überhaupt eine Kiste? Können wir die überhaupt öffnen? Mit Kette oder ohne Ketto? Nee, die ja, okay. Sieht man nicht, ne? Doch, Ketto. Ja, ja, aber ist die... Oh, warte, Achtung, jetzt kommt der krasse Angriff. Ja, man muss einmal... Ja, sieht gut aus. Kann man öffnen. Nee, nee, die ist safe. Safe Kiste. Funke Tetanit! So. Ja. 340. Zu. Sind aber immer alphabetisch geordnet, ne? Oder sind die nach Waffenklasse geordnet? Ja, also schon. Nach Waffenklasse irgendwie, so ein bisschen zumindest, aber... Also die Äxte sind alle zusammen und unten sind die... What? Da, das ist ja super schlecht! Irithiel Rapier. Ja, der hat aber... Warte mal, was hat der denn? Der ist... Ja, gut, der hat wahrscheinlich... Der ist was... Es kommt drauf an, der ist wahrscheinlich ultra schnell. Guck mal, warte, lies mal nochmal durch. Da stand irgendwas mit Erfrierung. Hat er einen Erfrierungsschaden? Ja, 55 Erfrierungseffekt. Ja, lies mal durch den Text gleich. Der hat Schildspalte, aber beides auf D, das ist doch super schlecht, oder? Aber der ist ja auch noch null gelevelt. Der ist wahrscheinlich auch ultra schnell. Stoßschwert. Mhm. Schildspalter. Ich meine, du kannst ihn einfach mal ausrüsten und dir das Bewegungsset angucken, ne? Der ist wahrscheinlich mega schnell. Boah, der ist cool. Der hat einen Frosteffekt. Ja. Stich. Oh, der hat so einen Fechtkampf. Ja. Oh, der hat ja so einen richtigen... Der ist ja mega cool. Aber der kann nur das, ne? Oder? Oder kann der auch noch eine andere Attacke? Der kann nur so Stich, ne? Naja, klar, muss ja. Ist ja realistisch. Ist ein Rapier. Der hat nur vorne die Spitze. Ey, dieser dicke Mops, ne? Nee, du denkst an einen Degen. Ein Rapier hat schon auch seitlich... Ja? Degen. Ja. Aber wieso macht er das denn nicht? Ja, ist trotzdem... Stichwaffe, ne? Fechtwaffe im Allgemeinen. Warum kennst du dich eigentlich mit so mit Waffen? Ja, es ist, bist du auch so ein Typ, Pen and Paper Rollenspiel. Zu Hause auch so Schwerter, ein Schwerter? Ich habe ein Schwert. Aber das hat ein Freund von meinem Bruder geschmiedet. Das hat mein Bruder mir vererbt. Ah, okay, das ist natürlich was anderes. Hast du die zweite Kiste eigentlich schon aufgemacht? Es gibt eine zweite Kiste? Ja, da stehen noch mehrere rum. Der Herr, das sehen Sie doch. Hier ist ein offenes Buch. Da steht ja nichts drin. Ah, da können wir unser Leben schreiben. Das soll sagen. Unser Leben ist noch ein unbeschriebenes Buch. Das Geistbaum-Wappenschild. Und das Titanit-Schuppe. Ja, wie viel Potenzial hat dieser Rapier jetzt? Ja, wenn das, ich finde ja sein Bewegungsset lame. Also nur so ein Stich ist... Ja, aber halt für enge Räume, ne? Ja, für enge Räume ist das sicherlich ganz, ganz interessant, aber man ist ja selten in dem längere Zeit in einem engen Raum. Schade, dass einem hier nicht angezeigt wird, was man braucht, um das abzugraden. Also das fände ich schon noch komfortabel, dass man immer weiß, oh, jetzt kann ich nochmal zurück und das upgraden. Kurz, Entschuldigung, bevor du abhaust, haben wir alle Kisten? Nee, ne, da ist doch noch eine. Ja, ah, da ist doch bestimmt eine korrupt, oder? Funkel, zwei Stück Funkels. Okay, also jetzt weiß ich, es hat sich ja schon dann gelohnt. Diverse Kisten, schöne... Hier waren viele Kisten. Ja. Das war ein reicher Ritter. Absolut. Ja, der hat die natürlich jetzt hier dann bewacht. Das machen Drachen ja auch immer. Die bewachen ihre Schätze. Die wollen die gar nicht ausgeben, die wollen sie einfach nur haben. Sie wollen sie einfach nur besitzen. Woher kommt das, dass bei Drachen so ein großer Besitzdrang besteht? Ja, das ist halt die Frage, weil es gab ja, Drachen gab es ja schon, bevor es Schätze gab. Mhm. Das heißt ja, die Drachen müssen ja irgendwann menschgemachte Schätze für sich entdeckt haben. Die Frage ist, was hatten sie vorher oder wie haben sie diesen Drang vorher befriedigt, beziehungsweise
gab es diesen Drang überhaupt? Oder haben sie neidvoll auf die Menschen geschaut und gedacht, okay, die sind so klein. Wieso haben die mehr als ich, obwohl die so klein sind? Ich würde erst mal warten, bis der das Feuer weg ist. Ja, klar, natürlich. Sprach's. Jetzt. Los, lauf! Und rechts rüber, rechts rüber. Ich glaube, du hättest rechts da jetzt hin muss. Jetzt stirbst. Blut ist passend. Du wirst. Aber was ist an dem Tor? Kann man das Tor öffnen? Von der anderen Seite vielleicht. Ja, viel Spaß, die Seelen wieder zu kriegen. Das ist unmöglich, die sind weg. Ja, my heart. War das in der Hobbit, dass der Smaug auch das atmet, das Gold einatmet? Das glaub, ich erinnere mich an die Szene, dass der, glaube ich, so in diesem riesigen Raum mit den Goldmünzen liegt, dass wenn der einatmet, dass der das sogar das fand ich richtig cool. Das hat mir richtig gut gefallen. Aber dann hatte die ja in seinen Lungen diese Goldsachen. Ja, aber der ist ja so riesig. Ich glaube auch irgendwie so, war das nicht auch so, das Herz von einem Wal ist so groß wie ein VW-Käfer irgendwie so? Das sind ja solche Adern. Von einem Blauwal, ja. Wenn das sind ja solche Adern. Da kannst du ja locker mal irgendwie Kleingeld drin haben. Das sind, die Blutkörbchen sind wahrscheinlich so groß wie eine 1-Euro-Münze oder so. Ja, aber. Oder hat ein Walblut dann auch größere Blutkörperchen? Oder ist es gleich genauso groß wie beim Mensch? Sehr berechtigte Frage. Das kann ich dir nicht beantworten. Oder sind die. Naja, die sind ja immer gleich groß, oder? Vermutlich. Aber was da auch interessant ist. Also. Ist das jetzt, wenn du jetzt so Gold. Ja, jetzt passt mir nicht auf. Ich weiß gar nicht warum, weil die sind eigentlich sehr leicht, Nils. Echt? Am Anfang hier. Da sollte man eigentlich nicht dran sterben. Aber bin ich auch schon oft genug. Okay, warte mal. Oh, hast du jetzt den Teermeister gegen den eingesetzt? Ja, ich hab den Teermeister bezwungen. Das ist echt leicht, kann man gut machen. Das mache ich manchmal. Dann denke ich mir so, ach, wieso mache ich die Arbeit, wenn er die machen kann? Dann mache ich immer so, dann laufe ich da hin und dann gebe ich ihm einfach einen Satz heiße Ohren. Das ist eigentlich recht einfach. Also ich mache es immer gerne so auf die Art und Weise, dass ich dann dem einfach das Schwert um die Ohren haue. Einfach so, es ist einfach recht easy peasy. Und dann stelle ich mich meist hier hin, da kommt ja noch einer manchmal. Wollen wir nicht eigentlich auch mal in eine Waffe investieren, die nur zweihändig zu führen ist? Ja, so eine große Schwert. So eine große Axt oder so oder so ein Hammer. Es gibt diese Großschwerte oder Hammer oder so, die sind auch gut. Das habe ich so bei den anderen Souls-Spielen häufiger gemacht, dass ich so riesige Schwerter hatte. Die sind da, die skalieren aber eher auf Kraft. Ja, das stimmt. Ja, du hast völlig recht. Das ist völlig recht. Wir haben nicht so viel Stärke. Aber ich werde gleich erstmal. Da ist ein. Nee, lass mich die Seelen raus, die Seelen! Florentin, es ist eine Falle. Die sind verloren, diese Seelen. Sie sind verloren. Finde dich damit ab. Aber das ist doch nicht mal Versuch, sie von ihren Feuerkämpfer-Seelen zu retten. Es ist ein Schlag ins Gesicht für mich. Eine Falle! Ich habe Tag und Nacht gearbeitet für die Seelen und du lässt sie einfach liegen. Das ist albern, Nils. Also wirklich, da dachte ich eigentlich, dass wir nach 20 Folgen weiter wären, als dass du hier respektlos einfach meine Arbeit mit den Füßen trittst. Ja, Florentin, aber du hast dich in eine bezwingbare Situation. Lass los! Lass deine Seelen los! Bevor sie auseinanderbricht! Yeah! Yeah, du sie loslässt! Desto leichter! Desto leichter wird's! Für dich! Ja, ist ein gutes Argument, eigentlich, hast recht. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Hast einen Punkt. Ja, du hast recht. Ich klammer zu sehr. Klammerst zu sehr. Da ist eine Leiter. Aber ich komme auch von der anderen Seite darüber. Wenn ich die Leiter gehe, dann hauen die mich direkt zu Brei. Ja, die sehen sehr aufmerksam aus, die beiden Cousins. Ich glaube, das war jetzt eine Falle. Wenn ich die Leiter hochziehe. Aufgeweckte Kollegen da oben. Ja, ich muss ja. Quirlige Typen da. Die einzige Möglichkeit ist, sie mit einem Bogenhut kaputt zu machen. Und dann sehe ich aber auch schon jemanden neben mir sitzen, der dann wieder auf die Barrikaden geht. Nein, wieso nutzt du diese Mechanik, die vom Spiel ausdrücklich dazu eingebaut wurde, sie nicht zu nutzen? Kann man das anzünden? In der Feuerbombe? Gute Frage. Mit der Fackel? Fackelangriff, mach mal. Du hast mit der Fackel auch einen Angriff mit L2. Aber wir haben die gar nicht mehr Oh Gott, jetzt. Ey, das wäre das Dümmste. Schau vielleicht, dass du dir die Fläschchen aufhebst für Situationen, wo wir Schaden haben. Weil da hat man nämlich nicht unendlich viele, sondern nur ein paar. So, warte. Was ist der Drache? Angriff mit L2. Oh nö, guck mal, es geht nicht. Was? Scheiß Spiel. Was? Ach, schade.
Das geht, tauschen wir um. Haben wir noch einen Kassenzettel von dem Spiel? Eine Fackel haben wir. Haben wir noch den Kassenzettel? Nee, das bringen wir zurück. Das bringen wir zurück. Super unrealistisch. Die haben mir gesagt, das ist ein realistisches Spiel. Ist das denn realistisch? Dass man den Ofen nicht anzünden kann, denn das ist ja Unsinn. Ja, geh mir aus dem Weg. Horst. Auf diese Ruhe auf einmal, oder? Mhm. Die macht dann schon irgendwie auch ein bisschen misstrauisch. Bleiches. Tiefernharz. Harz. Noch hier ist aber viel Truhen, ne? Das ist eine böse. Viele Truhen. Das ist eine böse Truhe. Und der hat keine Kette, oder was? Der, die ist nach vorne. Pass auf. Willst du jetzt mal so einen Mana-Angriff machen? Ja. So einen richtig saftigen? Ich sehe nichts. Entschuldigen Sie bitte. Nagen Sie doch nicht an meinem Fuß, Sie ekliges Tier. Hey, jetzt schnapp. Ah, da sitzt noch einer! Entschuldigen Sie, jetzt werde ich hier von hinten. Ah, die sind echt super. Ja, das ist so ein cooles Design. Ja. Auch, dass die Füße falsch rum sind, dass der so auf dem Rücken läuft. Wie so die Exorzismus. Das Mädchen aus Exorzist. Ja, die ist super, ne? Ja. Schleimig, schleimig. Fuck. Schuppe! So hat er doch noch einen Schatz für dich. Gerades Bruchschwert. Kruder Edelstein. Also dunkel hier, ne? Ganz dunkler, lichtloser Raum. Aber steht da hinten links noch jemand? Was? Hier? Nee, oder ist denn so du meinst hier? Das hier, meintest du? Ja, ich dachte, das ist ein Tuch. War nur ein Tuchflonchen. Du musst keine Angst haben. Du musst jetzt so dunkle Räume machen mich wahnsinnig. Da werde ich, da sehe ich Dinge, die nicht existieren. Haben wir eigentlich das Schwert? Hattest du das ausgetauscht jetzt gegen Feuerschwert? Nein, lass mich doch mal hier kurz gucken! Assassinschwein. Feuerschwert? Nee, ich habe nichts ausgetauscht. Das finde ich so gemein. Ich wollte nur kurz gucken. Schild meine ich. Ach so, ja, das stimmt. Ich habe noch den Feuerschild. Können wir mal lieber das hier, da kriegen wir nämlich Ausdauerregeneration. Schuppe! Aber wir müssen auch gleich, wir haben ja immer noch unsere Knochen. Unsere Untoten. Ja, stimmt, den Splitter. Und das Katana können wir auch auf jeden Fall aufwerten. Stimmt, hättest du die Seelen vorhin geholt, hätten wir jetzt fast genug, um wieder ein Level aufzusteigen und einen Grund zu haben, nochmal zurückzugehen. Hätte ich Seelen geholt, wäre ich halt mausetot, aber okay, alles klar. Ich laufe da in die Menge rein, hau auf euch ein, weil ihr gemein seid. So, kommt jetzt hier wieder irgendwas von der Decke. Ist das ein Putenlager? Ein Putenlager, ja. Da, die haben Putenlager. Nee, rechts. Ah, nee, ich dachte, okay. Boah, die Fug. Nee, ist eine Hand. Was ist das? Das ist eine Hand vom Drachen. Ey, da kann man ihn besiegen. Wie gemein, ey. Da kann man ihn besiegen. Was hat der denn da für eine Sülze da drauf? Da wächst irgendwie so ein Gewächs. Der ist krank. Der ist infiziert mit irgendwas. Wir müssen ihn heilen. Nö. Mach eine Geste. Okay. Das war mir nicht bewusst, dass das dieser unmittelbare Effekt ist. Okay. Aber der wohnt auf der Hand, guck mal. Ja. Das liegt dir auf der Hand. Fluch. Nein. Okay, das ist eine irritierende Szenerie da oben jetzt. Das schreit nach einer Fernkampfwaffe und nach Feuerbällen. Die Frage ist, ich hatte mich gerade gefragt, ob diese Fässer, die da standen, ob die explodiert. Nein. Aber, um dich zu zitieren, so funktioniert das Spiel. Naja, der Witz ist, so funktioniert es ja eben doch, weil es vorhin nämlich passiert ist. Brandbomben? Also Brandfässer? Ja. Na gut, dann schauen wir. Also es gab vorhin eine Situation, dass irgendwas gebrannt hatte. Die Dinger da. St-
stark. Die sind schon gut gestunt durch das Feuer, ne? Wenn man da. Aber der macht halt den ganzen Raum verflucht, der. Ekelhaft. Boah, der ist ja richtig sauer. Weißt du was? Das, für solche Scheiße, jetzt lass mich in Ruhe, Florentin, gibt's Pfeil und Bogen. Na gut. Exakt für solche Situationen. Gut. Wozu haben wir Langbogen? Wozu haben wir Langbogen auf Stufe 6? Jetzt habe ich den auf die falsche Taste gelegt, wenn wir ihn nicht benutzen. Er hat auch seinen komischen Sabberangriff. Da sage ich auch nicht, nee, komm doch zu mir. Hör auf, mich voll zu sabbern. Natürlich mache ich den. Guck dir das an, wie schön das ist. Das ist völlig dumm, das nicht zu nutzen. Vielleicht ist der Drache gar nicht unser Feind und wir müssen ihn heilen und nicht besiegen. Wieso? Was? Der ganze Drache ist weg! Wie so ein Löwe, ne? Der einen Dorn in der Tatze hat oder so. Okay, der ganze Drache ist weg. War das eine Illusion? Die Dinger hier, meine ich. Hm, könnte schon auch. Okay, aber das ist ja mal sehr interessant. Der andere ist eingefroren. Der ist vor Trauer erstarrt. Der ist tatsächlich auch down. Was, haben wir beide Drachen mit einer? Guck mal, da hinten sapscht auch noch irgendwas. Siehst du das? Ah, der ist auch verwundet. Ja, der hat auch diese Krankheit. Ja, ja, ja. Oh nein, die waren beide von dem Parasiten befallen. Kann gut sein. Oh, das ist gemein. Oh nein, jetzt erklärt sich alles, weshalb die so wütend waren. Jetzt könntest du auch die Seelen holen. Jetzt könnte ich die Seelen holen. Zum Glück war ich so vorausschauend und bin nicht einfach dumm in den Tod gerannt. Es ist schon gut, wenn man nicht so dumm in den Tod rennt eigentlich, ne? Was meinst du? Ja, du hast recht. Ich hole die Seelen, es geht mir jetzt gut. Zurückbekommen! So, jetzt können wir mal gucken. Gibt's hier einen Schalter? Hallo, Leute! Ja, drin ist noch Personal, auf jeden Fall. Ja, irgendwas muss da aufgehen. Guck mal, wir können ja auch ein Item mopsen. Mops die Mops das Item. Aber dass der andere Drache jetzt so komplett lustlos da hängt? Wir hätten auch mal Glücks gehen sollen. Stell dir vor, wie viele Schuppen wir schon hätten und wie toll wir Waffen hätten und so. Meinst du? Also deine komplette Weigerung gegenüber Glück, weil jetzt kriege ich dich ja nicht mehr überzeugt, hier für 40.000 einen Skillpunkt auf Glück zu hauen. So. Aber am Anfang glaube ich, weil ich glaube, sollte ich es jemals nochmal spielen, würde ich komplett erstmal die ersten 10 Punkte alle auf Glück, damit du den Rest des Spiels davon profitierst. Investition. Aber geht's dir noch irgendwie nach oben? Nee, ne? Weil, guck mal da, also der ist ja da oben. Da war die Brücke, ja, da war so eine Brücke. Der ist da oben auf dem Balkon, quasi da oben sitzt er, der Doofkopf. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Und da müssen wir auch dieses schwarze Teerwesen vernichten. Können wir den hier hauen? Nee, ne? Gott, der tut mir richtig leid, ehrlich gesagt. Und mal gucken dir mal an. Oh Mann, der Arme, ja, der ist einfach krank. Befallen gewesen. Armes Tierchen. Ja, der ist komplett tot. Was bringen diese Edelsteine eigentlich? Die kann man auch irgendwie in die Waffen setzen und dann haben die irgendwelche Verbesserungen oder Veränderungen. Wir haben ja auch unser Katana mit so einem Edelstein besetzt, damit das, glaube ich, nur auf Geschicklichkeit skaliert oder whatever, irgendwas haben wir gemacht. Okay, also. Die Drachengefahr ist erstmal vorbei. Wir müssen natürlich trotzdem jetzt noch rausfinden. Ah, diese Brücke wäre natürlich gut zu finden, ne? Um auf die andere Seite zu kommen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass erst, wenn man beide Drachen geheilt hat, dann geht dieses Tor auf oder irgendwas oder so. Da, guck mal hier. Hebel. Da, schlag ich geht das Tor auf. Ja. Das ist wahrscheinlich. Schau mal nach links, ob das Tor jetzt offen ist. Ja, da also. Das ist der Shortcut. Oh, Endboss! Wo? Guck mal nach rechts, da steht einer. Das ist einfach ein Ritter, oder? Und über den kommt man auch. Okay, dann ist ja. Jetzt ist ja alles klar. Jetzt ist ja wirklich alles klar. Jetzt ist ja wirklich alles klar. Okay, da können wir jetzt jederzeit durchlaufen. Das heißt, wir könnten auch mit unseren 34.000 Seelen nach Hause und
Mal die ganzen Upgrades machen. Und dann haben wir da den Shortcut frei und können dann easy. Was will der denn jetzt? Guck mal. Der hat sich schon mal in Position gebracht. Das Geile ist, ich könnte ihn jetzt easy mit dem. Der ist hellwach. Pfeil und Bogen wegsnacken. Alter Schwede, der ist richtig aufmerksam. Guck mal hier, der hat so ein Starlight-Schwert. Starlight Express. Alles so coole Schwerter. Ich könnte jetzt auf den rauf. Aber es besteht eine gewisse Gefahr, dass ich sterbe. Aber du könntest dann ja einfach durch die. Zu erlaufen, ja. Zu erlaufen, die Seelen zurückholen, glaube ich. Zurück, das will ich ne? schaffen. Ja. Super, super stark. So stark. So bockstark. Bombenstark. Stark, stark. Never! Margarete. Guck mal, überhaupt kein Problem. Zwei auf einen Streich. Klassiker. Boi! Okay, das war, habe ich nicht aufgepasst. Das war ein Treffer, du. Das war ein Treffer. So, das aufpasst. Heißt, ich muss mich jetzt da durchkämpfen und wenn ich sterbe, dann. Gerade auslaufen. Du kannst einfach gerade auslaufen. Da ist ja niemand. Du musst nur, bevor der Typ auf dich geht, die Seelen einsammeln, weil das sind jetzt 40.000 Seelen. Flogen. Ja, zu schade, wenn man die einfach liegen lassen würde. Ja, das, wer würde das machen? Der müsste sehr so, ja. sowohl selbstzerstörerisch als auch unfassbar inkompetent sein. Er würde sein. Die Seelen liegen lassen, für die der andere so hart gekämpft hat. Wer würde das machen? Wer würde das machen? Wer würde das denn machen? Da oben glänzen sie schon, siehst du? Ich sehe sie schon, ja, natürlich. Das ist nicht das Problem, dass ich sie sehe. Aber ob es mir das wert ist? Es ist dir wert. Starke Leistung. Ah. Jetzt kommen da leider diese Nonnen dann noch. Der hat denselben Angriff wie wir. Ja. Das, wir kennen unseren Feind. Wir kennen unseren Feind. Stark. Stark. Der heilt sich leider. Der wird geheilt. Du, das bringt so nichts. Der wird von diesen Mönchen geheilt. Du musst erst die Mönche wegpflücken, sonst bringt das gar nichts. Das war nämlich auch mein Problem. Da ist noch ein Mönch. Also. Erstmal die Mönche. Wo ist noch ein Mönch? Auf der Treppe unten. Ja, da, genau. Ja, ja. Wow! Der hat mich auch in die Luft gehauen. Ich rede in die Luft, hab ich gesehen. Warum können wir das immer nicht, wenn wir diesen Schlag von unten machen? Dann hauen wir nie jemanden in die Luft. Aber das ist schon mal so. Nee, du hast recht, wir hauen nie jemanden in die Luft. Vielleicht, ich glaube, das Schwert ist nicht fürs in die Luft hauen geeignet. Ich glaube, man bräuchte ein größeres Kaliber dafür. Tatsächlich, befürchte ich. Schreibst du noch eine E-Mail? Ja. Liebes Name ist Florentin Will. Will ich. Und Sie können sich nicht vorstellen, welche Strafen ich auf Sie herabschleudern kann, sollten Sie sich meinen Forderungen nicht beugen. Ausrufezeichen. Ich fordere, dass unser Mana-Angriff den Gegner ähnlich imposant in die Luft schleudert. Florentin, ich habe ein massives Problem. Wie das bei den Gegnern anscheinend möglich ist. Hochachtungsvoll. Ihr schlimmster Feind. Okay, abgeschickt. Ich denke, das sollte. Kannst du bitte erst die Seelen holen? Ja, ich komme jetzt nicht mehr hin. Nein, natürlich kommst du hin. Nein, Nils, du erzählst mir jetzt nicht immer Geschichten von Render einfach durch und machst dann selber nicht. Okay, ich werde dann. Nils, das muss die Basis sein. Dein Wunsch wird mir sofort Befehl sein. Du hast auch völlig recht. Ich kann jetzt, wo der weg ist, kann ich da hin. Aber eben waren da zwei in meinem Einzugsbereich. Ehrlich gesagt, kann der mich jetzt auch mal in die Füße fassen? Ich muss ja jetzt nicht zwangsläufig den platt machen. Ich kann ja auch erstmal gucken, was hier ist. Oh, ich höre ihn stampfen. Hörst du ihn auch stampfen? Oh, Endboss! Yeah! Aber hier muss auch irgendwo noch ein Feuer. Da ist ein Shortcut. Das ist ein Fahrstuhl. Ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Weißt du noch, als ich damals sagte, man muss den Fahrstuhl essen? Ja, du hast von vorne bis hinten recht gehabt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nächstes Mal auf. Quietsch, quietsch. Aber. Kommen wir den nochmal raus.
Scheiße. Ist das überhaupt ein signifikanter Shortcut? Naja. Wo müssen wir denn nochmal... Weißt du noch? Ach, ja. Da geht die Leiter hoch, ne? Ja. Leiter hoch, geradeaus, ja. Genau. Und den anderen willst du jetzt gar nicht mehr machen, oder was? Doch, aber jetzt, guck mal, jetzt 36.000 Seelen. Jetzt, wenn wir eh diesen Shortcut haben, jetzt wollte ich natürlich erstmal gucken. Oh. Hier runter. Ah, okay, hier war das, genau. Jetzt weiß ich wieder. Und hier ist jetzt das Bonfire. Okay, ich wollte einmal checken, wie das... Und jetzt fahre ich nach Hause, bringe die Seelen in Sicherheit, hole ein Level ab und wir werden unsere... Was willst du skillen? Lass dich aussuchen, was möchtest du? Glück. Nein. Ja gut, dann darf ich mir doch nicht aussuchen anscheinend. Ja, ich fand den Sachen, die Sinn machen, dachte ich. Ich dachte, Vitalität... Wie wär's denn mal mit Belastbarkeit? Okay, ja, können wir machen. Weil das erhöht ja auch immer ein bisschen die defensiven Werte, oder? Gut, Belastbarkeit. Zack. Haben wir erst 15. Und jetzt können wir noch nämlich unser Schwert aufrüsten. Schwert aufrüsten und das Fläschchen auch. Mhm. Oh, 8 Schuppen. Aber wir können das Katana auf 9 bringen. Und was braucht der Rapier? Scholle. Eins nach links. Funkeltitanit. Scholle. Scholle. Guck mal, das hat nämlich auch genau das. Das hat dieses. Das hat auch Eis. Der macht auch Eisschaden. Ja. Und. Schade, dass der Rapier so schlecht ist. Ja. Also das Moveset. Fläschchen. Das müssen wir am Feuer machen. Das Moveset finde ich halt irgendwie nicht so gut. Aber jetzt, wo der. Nee, du hast recht. Wo der auch. Aber das füllt auch keine Lücke, die wir haben. Wenn wir eine schnelle Waffe brauchen, dann haben wir ja das Uchi-Katana. Eben. Guck mal, jetzt skaliert der auf A sogar. Geil. Guck mal, der skaliert mit Geschicklichkeit auf A. Das super. Heißt, super wichtige Geschicklichkeit. Das heißt, wir haben jetzt 356 Schaden. Das ist mehr. Mehr plus, der macht Blutungsschaden und hat das schnellere Moveset. Also das ist momentan echt unsere beste Waffe. Und wenn der nämlich irgendwo... Guck mal, wie schnell der ist, ey. Schon gut. So, jetzt haben wir 4000 Waffen. Wir können bei der... Wenn wir später in dieses... Aber was genau bringt Konstitution eigentlich? Dass sie schneller regeneriert, die grüne Leiste? Oder dass man auch mehr hat insgesamt? Dass man mehr hat. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir mehr Treffer landen können. Wir haben das jetzt doch schon mal so oft geskillt und du hast irgendwie 5 Schläge oder so. Was hatten wir denn also davor? Sonst immer nur 3 oder was? Naja, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schläge nacheinander? Ja. Das ist ganz schön viel. Echt? Ja. Und der Balken, der grüne Balken wird auf jeden Fall länger. Und hier können wir den Splitter verbrennen. Oh, plus 8. Stark, Alter. Das ist gut. Jetzt fühle ich mich richtig mächtig. Und jetzt können wir... Ja, aber machst du jetzt den Boss oder machst du den Mönchsritter? In welcher Reihenfolge willst du die machen? Wir brauchen die anderen nicht, wir können direkt zum Boss gehen eigentlich. Ich hätte schon auch Lust auf den Boss, aber mir tut es in der Seele, wie den einfach so liegen zu lassen, nachdem wir den schon angeteased haben. Das sind Standardmobs. Dann willst du zum Boss laufen oder willst du den... Soll ich direkt machen, First Try oder was? Ja. Okay. Also ich habe jetzt das Katana ausgerüstet, wenn du nicht mit dem Katana... Nee, ich finde das okay. Das heißt, ich muss jetzt aber den Aufzug nehmen. Genau, du musst den Aufzug nehmen. Das heißt, du musst dann da irgendwie gucken, dass sie dich da nicht nerven gleich, die beiden Ritter, die da rumliegen. Und wir haben aktuell noch Frostresistenzrüstung, ne? Wir haben ja die beste Rüstung. Diese Dickmops-Rüstung ist ja eigentlich aber mit allem die beste. Achso, die ist Frost. Ja, das stimmt. Oder muss ich von oben wieder runterschicken? Ja, wenn du jetzt stirbst und diesen Weg wieder gehst, dann macht das schon Sinn, ja. Aber ich finde, dass es schon ein ganz schön weiter Weg ist. Jetzt, ich bin natürlich jetzt Elden Ring so ein bisschen auch verwöhnt. Da sind die Wege sehr, sehr kurz zu den Bossen. Ja, das ist schon recht. Was auch gut ist, weil wenn du da 100-mal anrennst, das ist ja... Ah, warte mal, nee, das geht. Man schickt ihn gerne runter, das ist eine gute Idee. Das ist ja direkt davor, nee, das ist doch gut. Aber dann lass uns doch mal... Ich meine, wir haben jetzt auch mehr Belastbarkeit.
Na, den nehmen. Ja, das geht auch gut. Aber vielleicht ist hier auch noch irgendwo ein Bonfire. Na, das glaube ich nicht. Oh, warte, was ist das? Ach, hör doch auf. Oh, da geht's noch hoch. Ach, da können wir zu diesen Astmann. Das kann sein, ja. Dass wir da diesen Parasiten platt machen, ne? Nee. Oh, was ist dann? Da, guck mal, wenn wir das Dach. War noch ein Item hinter dir? Also. Wirklich? Mhm. Wo? Da, rechts. Ach, tatsächlich. Brock. Brock. Aber was war das? Schoppe? Schaloppe? Schuppe. Nee, das ist das nächste, was wir für unser. Oh Gott. Das weiß ich nicht mehr. Hab ich jetzt vergessen. Für unser. Achso, du. Ganz merkwürdiges Wort. Ich glaube, das ist so, dass. Um das. Oh, wie viel das heilt! Um ein Item auf die höchste Stufe zu bringen, da gibt es halt sehr wenige von den. Also, du musst dich dann wirklich entscheiden, welches Schwert du auf die höchste Stufe bringen willst. Ich glaube, weil für das letzte gibt es, glaube ich, sehr wenige. Das ist eine Leiter auf jeden Fall. Ist das jetzt nochmal ein Riesenakt, oder? Nee, geht doch hin. Weil ich meine, wir wollen ja vom Bosskampf jetzt nicht wieder neue Seelen haben, weil die verlieren wir ja. Aber das ist ja ein Item noch, das kannst du ja noch holen. Und mal, also, interessiert mich, wo wir hier sind. Ritterring! Oh, was macht der denn? Ja, das macht das ATP. Das bringt, das ist wirklich, das glaubst du mir, das bringt gar nichts. Oben rechts, zweite Reihe. Ich würde die stehen. Ja. Braucht kein Mensch. Naja, ja. Ich würde den ausrüsten. Die, Alter, TP-Regeneration ist das Beste, was man haben kann, Nils. Ja, okay, dann. Du darfst ja deine Meinung haben. Das ist völlig in Ordnung. Ich denke nur, dass die so langsam regeneriert, dass wir eh vorher die Flasks nehmen und so weiter und wir eigentlich da jetzt nicht so wirklich von profitieren. Und dieses Stärke-Ding, damit skaliert ja auch unser Schwert, sodass wir de facto mehr Angriffskraft haben und wirklich im Zweifel einen Schlag weniger brauchen, um jemanden zu plätten. Kann schon mal entscheidend sein. Achte mal auf die. Oh, 5 Stärke. Ja, würde ich statt des HP, glaub's mir. Und wir sind auf 69,9 genau. Ja, das ist schon. Nee, dann lass uns das alles später machen, oder? Ja, ja, das ist doch jetzt Quatsch, wenn wir damit dann mit 5000 Seelen da rein. Absolut richtig. Okay. Endboss! Endboss! Leute, was wird es werden? Ein riesiger Molch, ein riesiger Strolch, ein riesiger Strauß. Blumen. Wie sieht mein Feind aus? Die haben ihn noch nicht gesehen. Die Leiter, da ist die. Feindfreude. Ist das ein neues Wort? Feindfreude? Ja. Wer ist es? Auch gespannt. Ich glaube, es ist es was mit Eis? Nee, ich glaube, es ist was mit Blitz. Ich glaube, es ist irgendwas Wildes. Ach ja, gut, das hätten wir natürlich wissen müssen. Oh nee. Warte mal, wer ist jetzt der Boss? Wer ist der Boss? Ei mit Blitz! Ich wusste es! Ich bin so schlau. Hast du das gerade gesagt? Ja! Du bist echt zu klug? Weil wir die Blitzurne gefunden haben. Boah, ey. Okay. Oh, er beschwört. Die Blitzigkeit. Stark. Aber der ist machbar. Das sehe ich jetzt kein großes Problem. Aufs Maul kriegt, ja, der ist machbar. Aber vielleicht lohnt sich Blitz. Was ist die Urne? Blitzurne. Das können wir herausfinden. Die haben wir extra gefunden. Extra gefunden. Wird ja nicht unnötig hingelegt worden sein.
explodiert und fügt Blitzschaden. Ach, das ist ja Quatsch. Ja, ist ja, weil der hat ja selber Blitz. Der hat ja selber Blitz. Das wäre ein super Witz. Und was wir echt machen sollten, immer dran denken, den Fahrstuhl wieder hochzuschicken, weil der mal hier geradeaus war, das und dann links, ne? Weil tatsächlich einem das hier zum Verhängnis werden kann, wenn die Mobs einen hier nerven. Der Fahrstuhl ist noch nicht da. Dann kommen die angeschissen. Ah, die Fahrstuhlfahrt selbst, glaube ich. Also wenn wir den jetzt wirklich oft machen, den Boss, glaube ich, wird ja, die sehr nervig das werden. Sehr, sehr nervig werden, ja. Unnötig. Da bin ich echt, das ist einfach an Elden Ring so viel besser, dass man diesen, also bislang bei den Bossen, die ich hatte, diese kurzen Wege hat. Weil das ist einfach, du läufst eh schon so viel an und hast eh schon ständig, dann musst du, wiederholt sich das und so. Und dann noch immer diesen unnötig langen Weg. So, Ilse. Ja, die haben gerade sich unterhalten, glaube ich. Der Astmann und der und die Rüstung. Scheint ja nur eine Rüstung zu sein. Der kein Astmann Inhalt. Und die Rüstung. Oder die sind noch da gerade im Gespräch, während der aufsteigt. Oder ist er einfach nur Kulisse? Boah, wenn wir die Axt kriegen danach, die wäre cool als Zweihand-Axt. Okay, der verzögerte. Ich wollte erstmal ein bisschen seinen Move setzen. Die verzögern alle. Bleiches Kiefernharz. Helles Kiefernharz. Das schwach schimmert. Blitz. Ja, Blitz hatte er selbst, wenn, guck mal, wir haben hier rechts noch. Wir haben so viel Kram auch. Guck mal, einfach, also das oben dieser Potter, guck mal. Die da, diese Harze da. Da gibt es verschiedene Kategorien. Genau. Verschiedene Bonusschaden. Genau, das ist Gift, Dunkel. Magie. Blitz. Das Ding ist, wir haben ja auf der Waffe Blutungsschaden. Was ich zum Beispiel nicht weiß, ist, wenn man jetzt die Waffe zusätzlich mit Blutungsschaden einschmiert, ob sich das skaliert oder ob das überschrieben wird. Du, das sind Detailfragen. Weil wenn das, stell mal, Hotline wenden. Aber erstmal, ja, ist wirklich interessant, weil wenn der Blutungsschaden sich addieren würde, dann kann ich mir vorstellen, dass das mega mächtig ist. Aber Blutung ist doch gegen so eine Rüstung nicht stark, oder? Naja, wenn der Charakter, der kriegt dann einen Blutungsschaden, das heißt, der nimmt dann auf einmal so richtig fetten Zusatzschaden. Das ist schon, glaube ich, gut. Guck mal, der ist viel besser gegen Blitz. Mit 83. Ja, wenn du ihn auch nutzt. 87. Aber der hat natürlich auch, also die, es ist zwar eine Blitzaxt, aber der macht einen physischen Schaden natürlich auch durch diesen Boom. Und du meinst, das hilft nicht, wenn man nicht blockt? Der Blitzschaden nicht, glaube ich, nee. Den musst du dann schon aktiv blocken. Meine ich, also das reicht nicht. Wohingegen der Effekt jetzt in dem Fall, der da, wenn dann im Text ein Effekt steht, wie jetzt Ausdauerregeneration, dann sollte das auch klappen, wenn man es auf dem Rücken hat. Ja. Vielleicht haben wir ja einen Ring, der gegen Blitz gut ist oder so. Er hält Frost, Gift, Stärke. Verstärkt Tritteffekte. Aber wir haben echt Gift, Blutung und Frost. Den hätten wir auch anziehen können, den Ring, ne? Frostringe, ne? Vorhin, ja. Ja. Aber guck mal, wir schaffen es auch so. Also du hast den ja auch dann echt super Ring gelegt. Das ist manchmal gar nicht so entscheidend, dass man da jetzt noch irgendwas. Und den kriegst du auch so. Den müssen wir jetzt mal einmal kurz angucken, wie der sich so bewegt. Und dann wahrscheinlich muss man bei dem auch wieder Geduld haben. Das ist so, wenn man dann ihn erstmal austoben lässt und dann gibt man ihn ein, zwei mit und zieht sich wieder zurück, dann dauert das zwar lange, aber dann kriegt man den wahrscheinlich irgendwie auch hin. These. Ja. In der zweiten Phase kommt der Drache dazu. Ja, das ist keine schlechte These. Und dann steige ich aus. Ja, da wäre ich. Gegen zwei Gegner kämpfe ich nicht. Nee, das weiß ich. Das macht auch gar keinen Spaß. Das musst du dann auch nicht machen. Dann können wir auch ausmachen. Okay. Das ist doch gut. Okay, los geht's. Ich will auch mal wieder einholen. Hol dir mal wieder ein. Tu es.
1, 2, 3. Stark. Oh, jetzt macht er einen Shit. Oh, ja, gut. Stamm. 1, 2. Stopp. Gut. Na, das war der Dreier. Sieht gut aus. 1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, du hast sie gestunt. Das war richtig gut. Vorsicht, das wird eine fiese Attacke. Boah. Super, super gut. Stark, ganz stark. Okay, ich glaube, du hattest recht. Da kommt irgendeine Kacke geflogen. Stark. Stark! Oh nein, Alter! Aber diese Fleischbällchen, ich wusste jetzt gar nicht, ob die so viel Schaden gemacht haben, die der Drache dann bekommt. Du, das war mega stark. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nee, das habe ich jetzt auch nicht gesehen, die kam von der Seite geflogen, aber das war richtig, richtig gut. Das war jetzt blöd, dass sich diese eine Attacke erwischt hat. Ja, dass der so hart kam, obwohl der eigentlich lange im Voraus zu sehen ist, ne? Ja, aber dann weiß man halt nicht genau, wenn du zu früh rollst, kriegt er dich, wenn du zu spät rollst. Ja. Aber das war richtig gut. Du hättest dich, finde ich, einmal durch, weil du hast noch 10 Flasks gehabt und hattest ihn schon über die Hälfte, da hättest du, glaube ich, ruhig, da musst du nicht so geizig sein. Ich achte manchmal gar nicht so auf die Lebensmittel. Ich wollte dir jetzt auch nicht da die ganze Zeit reinreden, aber da würde ich an deiner Stelle nicht so geizig sein, wenn du so viel noch hast. Das hätte ich jetzt eben auch nicht gerettet wahrscheinlich, aber so grundsätzlich. Aber bis dahin hast du ihn richtig gut gelesen, der hat dich ja eigentlich so gut wie gar nicht getroffen. Das ist eigentlich immer, das Ausweichen war on point. Aber ich glaube, da kommt noch mehr mit dem Drachen, oder? Ich glaube, das ist nicht alles. Weiß ich nicht, aber du hast ihn ja schon echt deutlich über die Hälfte gehabt. Kann natürlich sein, wenn man ihn tötet, dass dann der Drache nochmal komplett noch kommt. Ja, das kann auch sein, ja, dass der nur die erste Vorspeise ist. Kann man da hinter ihn laufen, wenn er das auflädt, vielleicht, ja. Ah, das ist vielleicht der Phasenübergang, okay. Wo er dann gestunt ist, oder? Ja. Kann das sein? Ah, super. Ah, okay, das war dumm. Den zweiten habe ich natürlich unterschätzt. Okay, da war ich noch in der Heilungsanimation. Okay, den kriegen wir aber hin. Da war ich jetzt in der Heilungsanimation, habe ich mich schlecht geheilt. Wer war schuld? Ja, doch, den dieser lange Weg, ich glaube, das wird schon noch Kräfte zehren. Nee, du machst, also ich bin mir optimistisch. Dass, wenn da jetzt nicht irgendeine fiese Kacke kommt in Phase 2 oder so, dann kriegen wir den hin. Der hat ein recht überschaubares Moveset. Du hast das Ausweichen auch super hinbekommen. Das Ding ist oft, glaube ich, Ungeduld. So. Dann will man halt 3 Schläge machen statt 2 oder einem und so. Und, aber wenn man geduldig bleibt, dann kriegt man das hin. Und so wie bei mir eben das Heilen, das muss man halt auch smart dann einfach machen. Bumm.
Wird das Schwert länger, wenn man das zweihändig hält? Er hält es nach vorne auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist länger, wenn man es... weil er das anders hält. In einer Hand hält er das so an der Hüfte nach unten. Und wenn du beide Hände machst, hält das nach vorne. Aber du sagst zweihändig? Also... Oh, das ist sogar Doppelschwert gerade. Nee, das... Ach, das ist wieder dieser Waber-Effekt. Also ich weiß nicht, wie viel mehr Schaden man zweihändig macht, aber du machst auf jeden Fall mehr. Und da du ja gar nicht blockst, du rollst ja nur. Du nutzt das Schwert ja nicht. Warum sollst du es dann einhändig nehmen? Der ist nervig, weil er so schnell ist. Oh, ja. Riesenfehler. Oh, Glück gehabt. Stark. Stopp. Stark. Nein. Ja, das ist... Die Heilungsfalle ist das. Ja, das ist so lächerlich, wie schnell er auf einmal ist, ne? Ja, der ist Blitzboy. Ja. Er ist ja schnell. Ja. Ach, das ist echt gemein, ne? Wenn du einmal in der Heilkaskade drin bist, dann hast du ein Problemo. Deswegen, man muss geduldig bleiben. Was du auch gerade gemacht hast, ist was, ich nenne es den klassischen Nils. Nach hinten rollen. Das mache ich auch ganz oft. Oh ja. Und dann macht er diesen da. Genau, man muss eigentlich Hauptsache rollen, aber nicht nach hinten, weil dann kriegt er dich. Und am besten vielleicht entweder in ihn rein oder so. Aber ich mache es auch exakt das. Deswegen fällt es mir auf, weil ich bin so oft schon gestorben, weil ich nach hinten gerollt bin. Das ist die Angst, die man hat. Man muss eigentlich mit dem Mindset reingehen, ey, wir gehen ja dahin, um ihn zu töten. Genau, ja. Nicht andersrum. Ja, er verteidigt sich ja nicht. Genau, wieso haben wir Angst? Er kämpft ja nur um sein Leben. Exakt. Er versucht ja nur, seine Heimat zu verteidigen. Ja, und wir sind der Jäger. Und das darf man nicht vergessen. Ey, zum Glück hat das immer mit den Aufzügen. Verstehst du jetzt meinen Hass auf Kerzenständer? Die stehen immer im falschen Moment, stehen die da. Ich bin immer noch fasziniert von diesem Kostüm, dass wir wirklich so einen dicken Bauch haben. Aber du hast halt auch viel Platz für Snacks und so. Ne? Ja. Stell dir vor, du hast so eine Rüstung an, wo du auch einfach drin wohnen kannst. Ja. Eigentlich wie so eine Schnecke, ne? Du hast so dein eigenes Haus immer mit dabei. Ist schon auch cool. Ja, schon. Das muss auch warm und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch gemütlich sein muss. Weil du bist ja wenn du da so Decken drin hast oder so, klar. Irgendwie so Federkissen oder so. Nein, ich finde, hast du es gehört, wie ich auf die falsche Taste gedrückt habe? Ja. Ich kann es genau hören. Und da nach hinten gerollt, ne? Hast du gesehen? Genau den Fehler gemacht. Tot. Nee, hab ich überlebt. Ja, man kann ja auch laufen beim Trinken, ne? Da kann man vielleicht noch ein paar Meter. Nennt sich Jungseinabschied, wollte ich gerade sagen. Nennt sich Vatertag. Okay, da hätte ich ihm noch eingeben können, aber es war mir zu riskant. Ach, das ist die Scheiße, ne? Da war er wieder nach hinten Roller. Okay. Uff. Da ist der Baum! Das war wieder einer zu viel, zu ungeduldig gewesen.
Okay, jetzt hat er ganz schön viel Aggression gerade gehabt. Okay, es ist gemein. Nein, dumm! Man sieht man auch nichts. Super, super. Aber da war ich wieder zu super guter Try. Da war ich wieder zu ungeduldig. Achso, wir machen ein bisschen Werbung. Und danach legen wir den. Danach legen wir ihn. Bis gleich. Legzeit. Was machen Sie in meinem Badezimmer? Die Frage ist doch wohl eher, was mache ich in Ihrer Wohnung, oder? Wir von Clark würden gerne einen Topstar wie Sie als Markenbotschafter gewinnen. Nein, danke. Ich bin bereits sehr wohlhabend. Haben Sie sich schon einmal mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt? Also erstens, Sie sind ja immer noch hier. Und zweitens, was soll denn mit meinem Beruf schon groß passieren? Okay. Was ist denn zum Beispiel mit einer Altersvorsorge? Ich hab doch einen Bitcoin. So, und nun verlassen Sie bitte meinen Luxussportwagen. Los, kusch, kusch, kusch. Ab! Na gut, dann bekommen Sie eben keinen Rabatt in der BTV-Shop. Was haben Sie da gerade gesagt? Wie viel Rabatt? 15 Euro pro Versicherung, die Sie bei Clark hochladen. Boah, sagen Sie das doch gleich. Wo soll ich unterschreiben? Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code TEAMBEANS anmelden und bei 3 hochgeladenen Versicherungen einen 45-Euro-Gutschein im RBTV-Shop erhalten. Herzlich willkommen zurück zu Nils und Florentin, den Drachentöter-Tötern. Und wir können eins besonders gut, Drachentöter töten. Drachentöten selbst nicht, aber Drachentöter töten können wir ganz gut. Dafür sind wir hier. Also wenn ihr einen Drachen habt, ruft uns bitte nicht an. Erst wenn ihr jemanden habt, der den Drachen getötet hat, dann könnt ihr uns anrufen. So wie zum Beispiel der Typ, der sieht auch aus wie jemand, der Drachen tötet. Ja, wir sind ja eigentlich die Verteidiger der Drachen, ne? Ja. Wenn man es so betrachtet. Absolut richtig. Das sind edle Geschöpfe, die Schutzbedarf angemeldet haben. Stark, das war gut. Das war richtig gut. Einfach hinter ihn gegangen, das macht voll Sinn. Oh, das war ja! Aber hau ab, hau ab, hau ab! Stark. Oh nein! Ah Mann, ey, das ist einmal eine Aktion nicht richtig gerollt und man ist tot, ne? Man darf nur einen Schlag machen, ne? Wenn er so gestunt ist und am Boden. Ja, weil dann macht, zieht nur er kurz raus, ran. Bein und kurz wieder ran. Abhauen, ja. Ja, ja. Kleines Schlückchen. Prost. Ja, das ist wichtig, Prost. Hydro Boys. Oh, Wasser, ne? Wasser ist wenn wir das nicht hätten. Boah, Alter, ich glaub, wenn wir immer irgendwie Apfelsaft trinken müssten oder so. Wäre auch nicht schlecht, aber wäre halt ein anderes Lebensgefühl. Wäre ein anderes Leben. Ich glaube auch, dass unser Planet auch ohne Wasser irgendwie nicht derselbe wäre. Auf der anderen Seite, Fruchtsafte sind schon lecker. Also ich bin ja gerade wieder am Kiba dran. Echt? Und ich hatte in meiner Jugend das perfekte Mischverhältnis gefunden, hab's aber dann vergessen. Und ich bin dann wieder dabei, es zu rekonstruieren. Ja. Weil ich bin gerade verzweifelt auf der Suche nach einem Sommerdrink. Letztes Jahr hatte ich ja den Arnold Palmer. Was ist das? Das ist Zitronenlimonade mit Zitroneneistee. Zitronen.
Zitronenlimonade mit Zitronen-Eistee. Ach was. Und aber eigentlich, weil es kommt aus dem Amerikanischen, und wenn du im Amerikanischen sagst Eistee, dann meinen die ungesüßten Eistee. Ja. Da gibt es dann Sweetened Eistee. Mhm. Aber wenn die sagen Eistee, meinen die nicht das, was wir meinen, wenn wir sagen Eistee. Weil bei uns gibt es ja nur süßen Eistee, nicht, ja. Nicht den unsüßen. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, in Deutschland das Originalrezept zu rekonstruieren. Das ist nämlich Zitronenlimonade mit ungesüßtem Eistee. Das heißt, du musst dann entweder selber Zitronentee kochen, das ist aber nicht so leicht. Also es ist schwierig, das hinzukriegen. Aber da habe ich den ganzen Sommer gebraucht. Da saß ich im Keller und habe den perfekten Sommerdrink gemixt. Und dieses Jahr habe ich noch nichts. Und ich plane auf den Kiba, aber mal schauen. Ja, da habe ich früher auch. Ich hatte mal so vor 20 Jahren oder 25. Oh, jetzt ist es mit dem Ernst. Hatte ich mal so eine Kiba-Phase. Ja, kann ich auch hauen, wenn du willst. Ja, natürlich war ich wieder zu gierig. Immer. Anstatt zwei mache ich drei und bezahle sofort. Kriege ich. Super. Da ist das zu früh, ne? Oh, oh, ist ein Problem. Er weiß es und wartet nur drauf, dieser Lump, dieser Scharlatan. Okay, jetzt habe ich die Kacke erwischt. Kacke am Dampfen. Okay, jetzt bin ich komplett in der Falle. Aber tatsächlich macht der Drache schon Schaden. Da ja. Habe ich noch nie gesehen, dass jemand getroffen wurde, aber vielleicht. Nee, wir standen vorher gut. Aber da bin ich einmal wieder aus dem Rhythmus gekommen, war wieder in dieser dummen Heilfalle. Ja. Es ist gnadenlos, Nils. Manchmal ist es besser, sich einfach gar nicht zu heilen. So, ich hatte auch diese Kieferphase. Ey, sag sowas nicht. Immer im Café Zentral. Nils, sag sowas nicht. Du hast recht. Zentral in Wien? In Lüneburg. Ach so. Ist fast das Gleiche, ist von der Reputation her durchaus vergleichbar. Ja. Da habe ich dann auch damals mit Anfang 20 so, oder auch ein bisschen früher noch während des Abis, so während der Abi-Zeit, dann da häufig so Kiba getrunken im Café Zentral in Lüneburg. Kiba, Kirschbanane. Ja. Yeah. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, das zu Hause dann auch zu rekonstruieren. Da sind sie pleite gegangen quasi. Da sind sie dann pleite gegangen. Und ich habe dann irgendwann auch festgestellt, ja, das kickt mich nicht mehr so wirklich Kiba. Aber eine Zeit lang habe ich viel getrunken. Ja. Hat auch wahnsinnig viel Kalorien, ne? Also mehr als Cola oder so. So diese Fruchtsäfte, das ist schon echt hart. Ja, das, man unterschätzt es. Man denkt, man trinkt was Gesundes, aber trinkt man einfach nur echt Zuckerwasser. Ne? Einfach nur plattgematschte Banane. Es ist wieder widerwärtig. Ich glaube, ich hau mal irgendwas auf mein Schwert. Mir ist einfach danach. Ja, mach doch. Weil wir haben genug von diesem Harz. Ja, nimm doch Dunkel oder. Ja, Dunkel haben wir nur eins. Einfach mal. Also Blitz. Magie. Ja, eine Magie. Geil! Und jetzt aber schnell rein, das hat einen temporären Effekt nur. Mal gucken, was das bringt. Ich achte mal drauf. Zip! Ja, doch, ich glaube, das bringt was. Ja, das bringt schon was. Oh nein! Zu viel Druck auf mir drauf, weil es ein temporärer Effekt ist. Ja, geil. Zack. Jetzt bin ich aus dem Rhythmus. Mhm. Du musst gleich was trinken, wenn du kannst. Da muss man hinter ihn, wenn er das macht. Ich hab's versucht, aber ich war nicht schnell genug. Ja, das beim letzten Mal richtig gut gemacht.
Ah, jetzt bin ich raus. Nee, alles gut. Beruhig, du hast noch genug Flasks. Alles gut. Wir sind von fast zur Hälfte. Ja, so, jetzt bist du wieder dran. Ganz ruhig. Perfekt. Ja, jetzt kannst du noch einen geben und dann hast du ab. Ab. Schön, schön. Oh nein, ja, scheiße, das ist die 3-Attacke. Ja, das ist echt eine. Ich glaube, der ist machbar, man muss einfach nur wirklich dranbleiben. Wenn du einmal hinterherhinkst, dann ist es schwer aufzuholen. Ja. Weil der gibt dir auch so ganz unvorhersehbare Räume. Manchmal lässt er dir viel Zeit, da kannst du locker trinken, manchmal aber überhaupt gar nicht. Das ist halt ein großes Risiko. Absolut, dann kommt er auf einen zugestürmt, auf einmal mit irgendeiner komischen Attacke, aber. Aber ich will den machen heute. Ja, den machen wir heute. Wir machen den heute. Du kannst mal darauf achten, eben Magic hat so ungefähr 198 Damage oder sowas gemacht, beidhändig. Mhm. Ich kann jetzt ja mal irgendwie irgendwas anderes noch ausprobieren. Was ist denn die Schwäche von Blitz? Donner. Ja. Also Erde oft so, ne? Stein vielleicht so. Man haben wir extra das Schlagzeug aufgebaut, oder? Dafür, dass einmal pro Folge die warten raus. Die ganze Zeit. Ja, wirklich immer. Irgendwann. So sitzt er da. Was halt im Ansatz durchgehen könnte als Gag. Aber der ist auch sehr, sehr wählerisch. Ja. Oder ne, eigentlich ehrlich gesagt gar nicht. Was ist eigentlich für so eine Mickey-Maus-Hand hier an der Waffe? Das ist, glaube ich, der Diamant da, der da drin ist, oder nicht? Der Edelstein. Ach so. Witzig, oder? Will auch nicht. Oder dass du es gerade zweihändig führst. Nee. Ja. Kann gut sein, dass es der Diamant ist, ja. Willst du auch was draufkleben? Pass auf, ich schau mal. Warte, das ist total irritierend. Oh, das ist immer dieses, wenn man dann gerade Elden Ring gespielt hat und jetzt wieder was anderes. Mm. Also, schauen wir mal, was haben wir denn für Harz? Wir haben. Blutungseffekt hinzufügen, auch nicht schlecht. Ja, aber haben wir ja schon. Ah, gegen Rüstung ist halt. Witz. Ja. Wir haben es ja schon auf der Waffe. Feuer. Glaubst du, was wie Eis oder so wäre nett? Feuer? Ja, warum nicht? Feuer und Blitz, ja. Neutral, aber Feuer ist immer stark. Hast du es aber gar nicht aktiviert? Nö, ich hab's da jetzt reingelegt. Damit ich mir hier. Oh, du willst richtig noch jede Sekunde ausnutzen, oder was? Wow! Was? Ist der Effekt schon weg? Ja, aber der hat so 215 gemacht. Aber das kann doch nicht sein, dass der Effekt schon weg ist. Das ist. Nee, das ist lächerlich. Das muss ein Fehler sein. Der hat ihn gelöscht oder so. Ja, ich schreib gleich noch eine Mail. Ernsthaft, ey. Das kann doch nicht sein, dass der nicht mal 10 Sekunden geht. Bleib ich mal einfach nicht dran. Was machst du jetzt? Okay, du machst das, ja. Aber. Oh, komm ich nicht rechts weg. Okay, hab ich vergessen, dass du den auch noch machst. Das macht er ihn nicht, ne? Mhm. Jetzt machst du ihn wieder! Homie-Domi, ey. Sagt man das? Homie-Domi? Ab jetzt schon. Aber jetzt gibt's dicke. Oh, T-Shirt. Die Kacke von dem Kackdrachen, ey. Ja, das war genau wieder die Heilungsfalle. Ja, hat er jetzt auch Respekt bekommen. Entschuldigen Sie bitte. Den halten Sie sich. Was ist das? Zu früh? Das ist schlechtes Timing.
ist ein Arschloch. Haben wir den Kack angesegelt. Was für ein Run, ey, der war brillant. Der war absolut brillant. Aber der macht viel Schaden, ey. Aber schön auch hinter ihn gegangen bei dem Aufladen und so. Da war alles drin, da war wirklich alles drin. Das war wirklich nochmal ein Colorado der besten Szenen, die wir alle hatten. Also wirklich, da war alles drin. Hast jetzt, zumindest beim nächsten hast du den locker. Du machst ihn jetzt. Du machst ihn jetzt. Du warst eben auch dicht dran. Ey, wenn du dann... Ich hatte keine Flasks mehr. Ich hatte auch keine Glut. Wenn ich Glut gehabt hätte. Sollen wir nicht lieber Glut ausrüsten? Ja, wir können ja beides. Na klar, mach lieber Glut, natürlich. Aber das war exakt die Szene. Wenn ich da das. Bei der Tänzerin habe ich das Glut gehabt. Ja. Da hat es gereicht. Ja. Weil da hätte ich jetzt locker eben auch ein, zwei kassieren können oder so. Hätte es mit Glut überlebt und hätte ihm dann den letzten Schlag gegeben. Und dann kam auch noch in dem Moment die Kacke da von hinten, ey. Ganz oben, bitte. Aber dass das Feuerpapier wirklich da so nur 10 Sekunden hält, das finde ich total ungewöhnlich. Und ich frage mich, ob das irgendwie normal ist oder ob das... Vielleicht das Bild ja auch irgendwie. Ja, so irgend so, ob das das Bild so, ne? Hat. Da. Das war echt strange. Jetzt, ey, der hatte noch ein Fitzel, der hatte noch ein Millimeterchen. Ja, das war echt einfach lächerlich. Das war lächerlich! Der gehört dir. Oh Mann. Ein Hauch eines Schlages. Aber es stimmt schon, der hat manchmal am Ende noch diesen Schildschlag, wo er ihn eigentlich nicht haben sollte, manchmal. Manchmal macht er den, manchmal nicht. Das ist schon merkwürdig. Dieses andere Ding, diesen Schwinger da. Dass er dann, wenn er diesen Einschlag macht und dann macht er noch so ein. Ja, so ein Nachschlag einfach. Ja, nochmal so ein... Und manchmal macht er den, manchmal nicht. Und wenn du dann an ihm dran bleibst und sagst, okay, jetzt hau ich ihn, dann macht er ihn auf einmal. Wo er dann so 180 Grad ist, ist so nach hinten weg. Dafür sehen wir wunderschön aus. Es ist ja so ein bisschen so ein faradäischer Käfig eigentlich, ne, den wir hier mit unserer Rüstung haben. Eigentlich ideal gegen den Blitzmeister. Ja, das stimmt. Wenn nicht der physische Schaden... wäre, den er mit seinem Riesending anrichtet. Ach Mann, Ometer Peter. Ja, das stimmt, so viel Blitz ist dann. Naja. Da.
Da, das meinte ich. Den, genau, den macht er manchmal und manchmal macht er ihn nicht. Da, jetzt zum Beispiel nicht gemacht, weil ich da einfach weggeblieben bin wahrscheinlich. Da war ich so weit weg. Da, den! Genau den! Naja. Dann stelle ich mich hinter ihn und dann macht er den. Und wenn ich nicht, mich nicht hinter ihn stelle, macht er ihn nicht. Dann denke ich mir, wieso habe ich... Boah, der kommt, der ist noch der Bolognese-Drache daher. Die Verzögerung hasse ich so sehr. Verzögerungsfalle. Bitte? Au. Wow, das war mal ein Treffer. Komm, ich will auch noch einen guten Try machen. Einen guten Try will ich auch noch machen. Heftig. Oh, meine Fresse. Das war richtig... Ja. Der war einfach schnell und hat eine harte Reichweite gehabt. Der Kampf. Das ist ein Just Dance Boss. So, du musst im Rhythmus bleiben. Just Dance. Ja, Mann, Mercedes Dance. Was hört Nils Bohmhoff eigentlich für so Musik in seiner Freizeit? Mercedes Dance. Oh, ich höre viel so Folk. Ja? Zum Beispiel. Okay. Und Folk welche Nationen? Also, oder Volksmusik? Aller Länder. Aller Länder, okay. Alles, baltischen Folk und skandinavischen Folk. Nein, Folk ist ja also amerikanischen Folk. Da bin ich zu Hause einfach auf der Route 66. Wenn ich da so lang, im Gedanken da so lang düse und dann... Herrlich. Nur noch, nur du und der Horizont. Nur ich und der Horizont. Und du bist immer noch bei Dubstep, oder? Ja. Mach ihn erstmal platt, dann erzählst du mir über deine Musik. Jetzt guck mal, wenn man zu nah dran ist, dann macht er diesen Schild-Slam, den man auch nicht gut antizipieren kann. Frank zu nah dran. Scheiße. Ich dachte, ich komme drum rum. Schade. Frank Sinatrant, hast du gerade gesagt? Sinatrant. Ach so, ich dachte, du machst einen anderen. Ich dachte, du gehst in die Trant-Richtung. Nee, aber... Frank Sinatrant. Ich finde, für Frank Sinatrant hätte man schon auch einen kriegen können. Nee. Und das Ja, ja nicht, okay. nicht so geht's auch, nicht, so geht's nicht. So geht's nee, das ist albern. Das war jetzt natürlich jetzt echt Quatsch, ja. Ja, was hörst du denn so für so Filmmusik? Ich will gerade, wie heißt ein Game 2 Mitarbeiter, der singen kann? Keiner von denen kann singen. Okay. Nee, so ein Crossover aus Musikern und Game 2 Mitarbeitern, so wie Frank Sinatrant. Ja. Stevie. Nee, es gibt doch, wie hieß der noch, diese eine Band? The Bastions. Wie hieß der denn noch? Dings and Sebastian oder sowas. Das war doch so ein
in den 90ern. Wie hieß die denn noch? Irgendwas mit Sebastian. Did in Sebastian, wie hieß The Tim Tims. Tim Tims, ja, okay. Tom Gebel. Okay. Gut, dann haben wir es auch. Eine kleine Kreativaufgabe. Man muss jeden Tag eine kleine Kreativaufgabe machen, dann schafft man es auch. Was? Ey, komm, ey. Das ist original dir gerade zum Fängen. Wie ist mir das einmal gelungen? Ich glaube, das ist einfach. Der wird mir der Erfolg auch zum Verhängnis. Ja, na, ey, jetzt bin ich aber auch gerade überhaupt nicht drin. Ja, okay. Das war dein. Ich sehe es und ich entscheide mich. Mein Timing ist off. Muss ich schnell einen Schluck nehmen. Ja, diesmal macht er ihn wieder und dann macht er wieder. Und dafür kriegst du aber jetzt diesmal auch zwei. Okay, der weißt du was? Ich glaube, wenn man da einfach rollt, geht das auch. Das ist der, den er eben gemacht hat. Ja. Uff. Da bist du eigentlich völlig wahnsinnig. Was hast du? Wie viel Ausdauer hast du denn? Ja, der hat geskillt. Der hat gut geskillt. Der hat Glück komplett vernachlässigt. Ja, aber der kann doch nicht einfach 27 Attacken nacheinander machen. Der muss doch irgendwann auch mal sagen, ja, okay, deine Ausdauer leistest auch am Ende. Der spammt einfach 10 Attacken. Der ist nur eine Rüstung. Ja, aber das ist doch albern. Der hat keinen fleischlichen Körper. Das ist einfach. Außerdem hatte ich den schon zweimal eigentlich gelegt. Das hilft jetzt gerade gar nicht. Dafür müsstet ihr euch eigentlich jetzt selbst auch noch eingeben. Nee, da ist man dann sehr selbstkritisch auch. Man hat eingesehen, dass der nichts war. Ich habe immer so ein wirklich, ich habe immer so ein Bossloch. Wenn ich einmal einen Boss eigentlich so, schon hatte und sterbe noch, dann brauche ich erstmal, habe ich so ein mentales Tief. Ja, man hat das Gefühl, man muss jetzt nur noch erfüllen, was man eigentlich schon geleistet hat. Ja. Und man schränkt sich nicht mehr an. Das ist so, wie wenn du jetzt nochmal die Abi-Prüfung schreiben würdest. So, du denkst, ey, das habe ich ja schon. Exakt. Und du würdest dich nicht mehr anstrengen, obwohl du dich genauso anstrengen müsstest wie beim ersten Mal. Also vielleicht sogar noch mehr. Glaubst du, wenn du jetzt, so wie du jetzt aufgestellt bist mental, würdest du jetzt aufwachen und denken, oh scheiße, du bist jetzt in der, weiß ich, 12. Klasse. Mhm. Würdest du besser in der Schule sein oder schlecht? Wie ist nicht schlechter? Also kommt auf an, in welchem Fach. Da in manchen Fächern. Ja, also ich glaube alles. Ich mach erstmal. Rolle. Ich glaube, da muss man einfach rollen. Oder entweder muss man komplett hinter ihm stehen, richtig am Rücken, oder rollen. Boah, ich habe eigentlich eine andere Taste gedrückt, aber gut. Wow, wow. Jetzt habe ich leider nichts gesehen. Okay, come on. Nein, den macht er halt leider nur manchmal. Da kann man nichts machen. Aber du lebst noch. Ja. Okay.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Yes! Da ist er doch! Nice! Florentin! Sehr, sehr gut. So schön geduldig. Nicht aus der Ruhe gebracht. Oh, herrlich. Sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Das okay, aber den Drachen stark. Kriegen wir nicht noch. Zum Glück. Der hat am Ende da noch rumgekackt und gespammt. Klasse, ey, da ist das Bonfire. Fire. Und es ist wieder so, dass wir mit einer richtig fetten Portion Seelenfracht in den heimischen Hafen einen. Ah, oh, das ist schön, dann können wir beim nächsten Mal richtig schön nochmal skillen, ja. Und nochmal. Oh, Mann, das ist echt gut. Ja, das lief doch fantastisch. Leute, was ein dramatisches Ende. Wir haben diese Drachenhülle da platt gemacht. Kein Problem, easy. Kaputt gemacht. Und du hast ihn eigentlich auch gemacht. Wir haben ihn beide. Ich glaube, so knapp war es noch nie. Wir haben ihn beide offiziell gemacht. Offiziell haben wir beide geklingt. Wow, das war's von uns. Punktlandung. Nächstes Mal sehen wir uns wieder mit einem richtig dicken Paket an Seelen. Das werden wir richtig schön ausgeben gemeinsam. Schaltet wieder ein, wenn es heißt. Bis dann.